Eine weitere Aufteilung erwähnt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, auch eine dreiteilige Aufteilung, und zwar die Geduld durch Allah, die Geduld für Allah und die Geduld mit Allah. Was heißt das jetzt? Genau, dass man, also das Erste, die Geduld durch Allah, as-sabru billah, das bedeutet, du bekommst die Geduld nur durch Allah Azza wa Jal. Allah sagt, wasbir wa ma sabruka illa billah, sei geduldig und du wirst Geduld nur durch Allah erlangen. Du kannst nicht ohne Allah geduldig sein. Deswegen, die erste Sache ist, du bittest Allah um Geduld. O Allah, schenke mir Geduld. Das sind Aspekte, die wir vielleicht gar nicht so von Allah bitten. Hast du schon mal Dua gemacht? Ja, Rabbi, schenke mir Geduld, dass ich dich anbete. Und schenke mir Geduld, dass ich nicht sündige. Und schenke mir Geduld bei den Prüfungen und Schicksalsschlägen. Hast du schon mal so ein Dua gemacht? Wenn nicht, hast du schon gemacht? Allah ibarik fik. Wenn nicht, ja, dann wird es allerhöchste Eisenbahn. Ja, damit Allah subhanahu wa ta'ala dich festigt. As-sabru, ja? Dazu kommen wir gleich, inshallah. Das zweite ist As-Sabru Lillah, also für Allah. Was heißt das? Ja? Genau. Das heißt, hier geht es um die Absicht. Für Allah, für wen bist du geduldig? Es gibt Leute, die sind geduldig in der Moschee, die bleiben in der Moschee, weil es einen Termin gibt, die warten auf einen. Ist ja schön, kannst gerne in der Moschee bleiben. Aber das war jetzt eine Geduld wegen dem Termin. Nicht Geduld für Allah, weil du die Absicht hattest, ich warte zwischen zwei Gebeten, zum Beispiel. Ja? Und jeder wird ja belohnt, je nach seiner Absicht. Das heißt, dass du geduldig bist für Allah. Jemand ist geduldig und macht eine Sünde nicht. Warum? Weil sein Vater nebendran sitzt. Der war jetzt nicht geduldig für Allah, der war geduldig, weil sein Vater da war. Wäre sein Vater nicht da, würde er die Sünde begehen. Und diese Absicht kennt Allah natürlich. Also wir können das ja nicht erfahren, warum du gerade hier sitzt. Aber Allah weiß, warum du geduldig verharrst. Also die Geduld für Allah ist also die Geduld aus Liebe zu Allah, in Erwartung des Lohnes von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die dritte Form der Geduld, die Geduld mit Allah. Was heißt das? Ja? Dass man die Geduld genießt, weil man weiß, Allah ist mit einem. Ja? Oder, ja, dass man trotzdem an Allah glaubt und ihn liebt, obwohl er ihn prüft. Ja? Genau. Genau, sehr schön. Barakallahu fik. Das bedeutet, bitte schön, ja? Genau. Also die permanente Geduld in allen Situationen, weil Allah Azza wa Jal in jeder Situation von dir etwas verlangt. Es gibt keine Situation im Leben des Menschen, wo Allah nichts von dir verlangt. Entweder er verlangt, dass du etwas Gutes tust, oder er verlangt, dass du etwas Schlechtes unterlässt. Es gibt keinen Zeitraum, in dem du nicht Diener Allahs bist. Und dass du eben mit Allah Geduld hast, bedeutet, dass du immer ein Diener Allahs bleibst. Immer mit Allah lebst. Was heißt das? Also mit dieser Religion Allahs subhanahu wa ta'ala. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt, was denn der Glaube ist. Und da sagte er, Geduld und Nachsicht. Schaut mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Al-Iman hier definiert. As-Sabru was-Samaha. Also du bist jemand, der nicht nachtragend ist. Geduld und Nachsicht. Und das fehlt bei uns, möge Allah uns erziehen. Das ist Aqidah. Er hat nicht gesagt, Iman, du sollst das kennen und das kennen und das kennen. Viele beschäftigen sich mit der Theorie. Und das ist auch gut, dass sie sich mit der Theorie beschäftigen. Aber sie haben einen gravierenden Fehler. Wir alle, möge Allah uns erziehen. Bei uns hört es bei der Theorie auf. Die Theorie ist dazu da, um es umzusetzen. Wenn du bei der Fahrschule Theorie lernst, dann sagst du auch nicht am Ende der Theorieprüfung,
Herrlich, ich habe Theorieprüfung jetzt. Fährst du Auto? Nee, ich habe die Theorieprüfung. Ja, aber willst du nicht Auto fahren? Nein, ich weiß jetzt, was rechts vor links ist. Ja, der will es gar nicht umsetzen. Also macht das Sinn? Nur zu wissen, was rechts vor links ist, wenn ich es nicht umsetze? Du weißt, Allah ist der Allhörende, aber du setzt nichts um. Du weißt, Allah ist der Allsehende, aber es wirkt nicht in deinem Leben. Deswegen, Iman ist Umsetzung. Er sagt, Iman ist As-Sabru, Geduld und As-Samaha, also jemand, dass du entschuldigst, dass du nachsichtig bist eben. Ibn al-Qayyim sagt, und dies gehört zu den umfassendsten Reden, ja, also das heißt, dass eben diese kurze Worte, wenige Worte, aber gewaltiger Inhalt da drin steckt.